Hi Fans und willkommen zu Folge 2 von Dungeons. Und es geht jetzt weiter in Freudbach. Naja, gut, die Namensgebung in dem Spiel hier ist nicht immer das Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass sie in Teil 2 und 3 Mr. Sidekick da rausgeworfen haben und haben einen anderen Erzähler eingesetzt. Aber jetzt hören wir uns erstmal Freudbach an. Freudbach. Die bloße Erwähnung dieses friedfertigen Ortes lässt meine Hühneraugen wie verrückt pochen, Meister. Allerdings ist er wegen seiner einfältigen Bewohner wie geschaffen dafür, von eurer Schreckensherrschaft geknechtet zu werden, um euch so noch mächtiger für die glorreiche Rache an der verräterischen Kalypso zu machen. Es könnte so einfach sein, doch stellt sich uns ein Problem in Form eines herzensguten Magiers namens Magnus Blütenstaub in den Weg. Dieser selbsternannte Champion des Guten beschützt die Gegend vor niederträchtigen Gestalten, also Leuten wie uns, Meister. Leuten ich wie uns. Würde vorschlagen, dass ihr euch mit diesem läppischen Problem auseinandersetzt. Am besten graben wir den Keller seines Herrschaftssitzes an und locken ihn nach unten. Was dann zu tun ist, dürfte ja klar sein. Okay, also Herausforderungen. Wirbelwind, erfülle die Mission in unter einer Stunde. Erledige das Offensichtliche, erfülle die Mission, Seelenmeister. Sammle 500 Seelenenergie beim Boss einschleimen. Zahlt dem Zombie-König sein Gold. Schatzverwalter baut mindestens 10 Schatzhaufen. Baut mindestens 25 Schatzhaufen, baut mindestens 5 Schatzhaufen. Grab mindestens 20 Felder aus, 40 Felder aus, 60 Felder aus. Überlebenskünstler, kommt nie in die Verlegenheit, durch euer Dungeon-Herz wiederbelebt werden zu müssen. Ich brauche Hilfe, besitzt niemals 3 oder mehr Goblins. Aber ich brauche keine Hilfe, Alleinunterhalter. Besitzt niemals 4 oder mehr Goblins. Besitzt niemals 5 oder mehr Goblins, 300 Gold. Besitzt mindestens 500 Gold, besitzt mindestens 700 Gold, erreicht 150 Prestige, bla bla bla. Ja, okay, ist jetzt nicht so übermäßig Ding. Wir hauen erst einmal rein. Ah, Meister, wunderbar, dass ihr endlich hier seid. Ich hoffe, ihr habt eure kurze Verschnaufpause seit dem letzten Schlag gegen das Gute mit alkoholischen Getränken und diabolischen Plänen verbracht. Leider konnte ich noch nicht herausfinden, wo genau sich der Keller von diesem gutmütigen Magnus Blütenstaub befindet. Ihr erinnert euch, das ist dieser armselige, gutmütige Magier, dem wir den Garaus machen wollen. Meister, es befinden sich glücklicherweise in näherer Umgebung einige unterirdische Keller von ansässigen Wachposten. Diese können sicherlich mit einem gewissen Maß an exzessiver Gewaltanwendung dazu gebracht werden, Informationen auszuspucken. Vielleicht auch nebenbei ein paar Zähne. Wer weiß. Meister, ihr könnt nun selbst einige Dinge erschaffen, wie Pentagramme und Schatzhaufen. Ich empfehle euch, ein paar Vampir-Fledermaus-Pentagramme zu erschaffen, da diese euch eine extrem große Sichtweite zur Verfügung stellen. Außerdem könnt ihr nun auch Prestige-Gimmicks platzieren, Meister. Probiert doch mal aus, eins davon zu platzieren. Ihr wisst ja, dass euch Prestige stärker macht. Zudem ermöglicht es euch neue Bauoptionen. Erinnert mich so ein bisschen damals an die guten alten Zeiten vom ersten Command & Conquer. Bauoption bereit. Bauoption bereit. Weil damals war es immer so, man musste erst ein Ding in Auftrag geben und dann konnte man es platzieren, wenn es fertig gebaut war. So, dann... Wie viele Dinge haben wir jetzt? 2 von 4. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, 2 würden erstmal langen, oder? 2 Goblins. So. Hier können wir zum Beispiel auch mal rumgraben. Ich kann hier nicht im Schatten graben, okay. So, dann haben wir hier ein Ding. Hier müssen wir wahrscheinlich nachher angraben. Hier kommen wir nur von der Seite rein.
müssen wir nachher da angraben. Mal so ein bisschen die Karte erstmal erkunden. Hier hinten ist noch jede Menge Schatten. So. Habe ich den Fertigkeitspunkt in 9? Dann machen wir erst einmal... Hier drauf. Geschicklichkeit, Intelligenz, Mana, Zauberkraft, Lebenspunkte, Konstitution und 5 hier drauf. Prestige-Multiplikator. So, 6 Punkte übrig. Verbesserte Intelligenz. In der Realität gab es leider keine Fertigkeit, mit der man... Okay, aber wir sind in einem Dingspiel. Verbesserte Verteidigung. Zaubergiftpfeil, Berserkerwut. Angriffswert plus 9, magisches Geschoss, Fernsicht. Okay, mithilfe dieses Zaubers könnt ihr euch nicht sichtbare Bereiche aufdecken während die Wirkungszeit des Zaubers. Licht ins Dunkel, diese Nützlichkeit ist nicht... Probieren wir mal. Habe ich es jetzt? Ups, jetzt habe ich gerade zwei davon gekauft. Ein neuer Spruch steht euch zur Verfügung. Diese Fertigkeit macht euch zum wahren Paradekünstler und verbessert höhere Fertigkeitsstufen. Ja, Verteidigung ist nie schlecht bei so einem Spiel wahrscheinlich. Ihr könnt keinen Granit abbauen. So, jetzt ist es drin, oder? Ah, Berserkerwut. So, Opfersäule. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir mal, Schatzhaufen, mickriger Goldhaufen. Was haben wir denn? Vampirfledermaus und Skelettkrieger. Wandregals Möhrebröt, das klingt doch intelligent. Exzellente Arbeit, Meister. Baut weiterhin Prestige-Gimmicks, um eure Macht zu vergrößern. Genau das hatte ich vor. Wandregals Möhrebröt, das klingt toll. Da machen wir erstmal ein paar Wandregale hier hin. So. So. Und da setzen wir gleich mal noch einen Torwächter rein und der kriegt natürlich noch so ein bisschen Licht hier. Zum Kerzenhalter. Kann ich das daher machen? Das kann ich daher machen. So. Okay, lass mal das da in Ruhe. Das auch. Machen wir erstmal hier vorne und dann will ich hier erstmal einen Schatzhaufen hinhaben. Schau mal, die tragen das Gold zu mir anstatt zum Ding. Okay, das heißt, wenn ich mich also direkt nebendran stelle, müsste die Arbeit ja schneller gehen. Anscheinend, ja. Fragt ein paar Helden der lokalen Wachposten.
können wir jetzt zum Beispiel mal hier. Gut. Na, gerade mal probieren. Kann ich dann das hier ausgraben und dann könnte ich jetzt rein theoretisch auch. Dieses Gimmick nicht so nah an die. Okay. Oh. Da war gerade ein Lag. Gut, dann würde ich sagen, jetzt machen wir mal das erste Portal hier auf. Ihr habt einen Heldeneingang geöffnet, Meister. Kann ich eigentlich ein neuer Eingang wurde geöffnet. Direkt hier vor dem Ding mal noch so ein Skelettding hinmachen, dass falls einer durchkommt. Was ist eigentlich hier hinten? Hier kann ich doch auch hingehen. Okay, 1 Minute 47. Die brauchen jetzt hier wesentlich länger, bis sie mal da sind. So, was ist noch hier hinten? Ach, lass mich raten. Deswegen liegt es hier im Dunkeln. Hier wird der Keller sein von dem. Kennst du das geheime Passwort? Hä? Was für ein Passwort? Tut mir leid. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Meister, normalerweise rate ich euch zu massiver Gewaltanwendung. In diesem Fall ist aber meine Neugier geweckt. Deshalb sollten wir das auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Na gut. Aber bestimmt ist hier der Keller von dem Typ, wo wir hin müssen. So, wir müssen hier fragen und da unten fragen. Was ist das für ein Horn? Manche Helden haben schon merkwürdige Bedürfnisse. Dieser Held gesteht sich seine masochistischen Triebe ein und befriedigt dieses Bedürfnis, wenn ihm Monster im Kampf Schaden zufügen. Ja. Bedürfnis nach Schaden erleiden, Bedürfnis nach Schätzen. Okay. Ah.
Meister, seht dort! Ein Held bewundert eines eurer Prestigeobjekte. Es ist sicher interessant für euch zu wissen, dass Helden gerne verschiedene prestigeträchtige Gimmicks ansteuern und bewundern. Diese Information könntet ihr dazu verwenden, um den Weg der Helden durch eure Dungeon zu beeinflussen. Gut zu wissen, ja. Meister, seht nur, dort unterhalten sich zwei Helden gerade über euren Dungeon. Ihr solltet gut darauf aufpassen, denn ist ein Held übel gelaunt, kann er schnell andere in seiner Nähe damit anstecken. Übel gelaunte Helden lassen sich meist nicht mehr durch euren Dungeon beeindrucken, sondern wollen stattdessen euer geliebtes Dungeon-Herz vernichten. Eventuell müsst ihr solche Störenfriede herausfischen und eliminieren. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wie viel man hier als teilweise machen muss. Ja, okay. Die finden diese IKEA-Regale auch toll. So schön, wie das Gold noch mit Blut bespritzt und befleckt ist, gell? Ich lasse dich erstmal mit meinen Skeletten kämpfen. Hallo? Du auch? Du öffnest nach Schaden. Vielleicht sollten wir gerade mal hier, weil wir es können. Boah. Meister, ihr werdet angegriffen. Das ist ja der Sinn der Sache. Jawohl, einer weg. Jetzt ist nur noch einer. Oh, bitte tut mir nichts. Ich bin noch viel zu niedrigstufig, um zu sterben. Dann verrate uns alles, was du über den Keller von Magnus Blütenstaub weißt. Und wie wir diesen Magier anlocken können.
Der Keller ist gut versteckt im Untergrund. Und noch dazu sind die einzigen Türen hinein gut verschlossen. Wenn ihr es tatsächlich dorthin schafft, solltet ihr für Chaos und Zerstörung sorgen. Das wird ihn sicher anlocken. Schließlich lagert er dort unten wichtige Utensilien für seine Experimente. Okay, bleibt er jetzt so? Es nimmt ja hier wieder gar kein Ende. Herausforderung erfüllt, Goldschürfer, Goldhorter. Komm jetzt. Machen wir das da hinten erstmal zu. Oh, ich kann es nicht mehr zumachen. Oh, wir werden angegriffen. Es wird besser sein, ich wähle den strategischen Rückzug. Elender Feigling. Meister, dieses jämmerliche Häufchen Elend hat sich dort eingeschlossen. Ich fürchte, durch die Tür werdet ihr dort nicht hineinkommen. Ha! Hier versteckt ihr euch und baut einen kümmerlichen Dungeon. Wir versuchen unser Bestes. Das scheint nicht genug zu sein, aber egal. Ich habe einen Witwen- und Waisenfonds für Untote eröffnet.
Diese armen, untoten Wesen werden durch das gesammelte Gold gehegt und gepflegt und es wird ihnen eine bessere Zukunft ermöglicht. Allerdings ist dieser gerade etwas knapp an Gold. Ich bin sicher, du möchtest einige Goldstücke spenden. Ich hoffe, dass deine Spende sich bald in meiner Schatzkammer befindet. Benutze dazu die Opfersäule, um mir das Gold zu transferieren. Also. Wunderbar. Dank diesem Gold kann ich ein untotes Waisenhaus eröffnen, wo kleine Zombies unbedarft spielen können. Das hört sich äußerst verlockend an, Herr der hirnlosen Horden. Leider müssen wir uns nun wieder diesem Magnus-Blütenstaub zuwenden. Hallo, schlag doch mal zurück da. So, ich wollte noch, Gefängniszelle. Nur für alle Fälle. So. Erstmal hier die Verteidigung voll. Ja, man sieht schon an der Ausdauer, an der Leiste unten, die Krieger hier sind wesentlich stärker als die, wo in den Dungeon kommen. Da steht aber auch nur Wachpush und da steht nichts über die Dinge. Es macht fast keinen Spaß, die Weicheier aus diesem Landstrich zu verhauen, wenn sie so feige sind. Aber nur fast. Lusto, rede endlich! Wie kommen wir in den Keller von Magnus Blütenstaub? Ich habe leider keine Ahnung davon. Aber halt, tut mir nicht weh. Ich kann euch weiterhelfen. Hier im Untergrund treibt sich ein Hehler herum, der mit allerlei Illegalem handelt. Er kann euch sicher weiterhelfen. Ihr müsst ihm lediglich das geheime Passwort sagen. Ich hab's euch gesagt. Interessant, interessant. Meister, ich denke, wir sollten uns mal mit diesem Hehler besprechen. So, brauche ich jetzt noch ein Passwort? Der Schlüssel redet mit dem Händler. Kann ich ihn jetzt erst verprügeln, oder? Psst. Kennst du das geheime Passwort? Schwertfisch. Das Passwort heißt Schwertfisch. Wer kommt denn auch da drauf? Exzellent. Was wollt ihr kaufen? Ich kann euch alles besorgen, was auch nur den Anschein von Illegalität besitzt. Wir brauchen einen Schlüssel, um in den Keller von Magnus Blütenstaub zu gelangen. Da könnte ich euch weiterhelfen. Allerdings wird das nicht ganz billig. Dafür will ich einiges an Gold haben.
Am besten platziert ihr es häufchenweise hier im Raum, damit ich es zählen kann. In diesem Raum hätte ich gerne 3 vollbestückte, morsche Kisten mit Gold. Sobald sie in meinem Raum vollbeladen bereitstehen, werde ich euch sagen, wo der Schlüssel ist oder ihn euch sogar geben. Oh, Meister, wir können leider nicht sicher gehen, dass wir die Information oder gar den Schlüssel einfach aus ihm herausprügeln können. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir dem Wunsch dieses Knilches nachkommen und das Gold beschaffen. Es geht hier schließlich um ein deutlich größeres Übel. Also, 3-mal morsche Kiste mit Gold, benötigtes Prestige 50. Ja, gut. Okay. Das wollen sie alle. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Das da haben wir noch nicht gebaut. Davon kann man noch eins mal bauen hier. Und hier noch eins. Und hier bauen wir noch ein Bett für die Ding hin. So, dann können wir jetzt nämlich 90 Gold. 3 Stück. Das langt man nicht ganz. Also dann müssen wir die... Müssen wir unsere Goblins erst noch ein bisschen weiter ausgraben lassen. War nicht mal irgendwo Gold? Hier war nochmal Gold. Aber das war... Das hier war der Keller von Magnus Blütenstaub. Und hier schauen wir mal irgendwas. Wahrscheinlich wird dann das hier Ding und wir müssen uns hier durchgraben, so wie es aussieht. Komm, jetzt machen fertig, hopp. Minus 19, nochmal, komm. Zack. Noch Ding oder ist das schon gefüllt, gell? Ah, die ist schon gefüllt, okay. So, alle 3 Kisten gefüllt. Ah, Goldberge. Wunderbar. Ich habe es in der Zwischenzeit geschafft, eine Kopie des Originalschlüssels anfertigen zu lassen. Allerdings habe ich vorhin wohl vergessen zu erwähnen, dass ihr damit zwar die Tore öffnen könnt, allerdings ein mächtiger Schutzzauber noch das Gebiet umgibt und die Wände undurchdringbar macht.
Ihr werdet euch da wohl was einfallen lassen müssen. Das wird ja immer besser. Meister, ich denke, dieser Schutzschild ist eine harte Nuss. Allerdings wird er sich einem prestigeträchtigen Dungeon Lord wie euch kaum widersetzen können. Natürlich nur, wenn ihr prestigeträchtig genug seid. Meister, wenn ihr genügend Prestige gesammelt habt, solltet ihr den Schutzzauber um den Keller herum brechen können. Meister, bewegt euch hierhin. Dann werden wir sehen, ob ihr den Zauber brechen könnt. Das werden wir. Und zwar graben wir am besten gerade einmal hier, zack. Zack rum. Energie 9. Aha. Wie viel Prestige brauchen wir denn? 100 haben wir. Können wir jetzt noch mehr holen? Okay. Sammelt 200 Prestige. Ach, hier drüben steht's ja. Bin ich wieder. Prestige brauchen wir. Dann können wir eigentlich hier nochmal ein bisschen, hier kann ich nicht bauen. Okay, das war's. Ihr werdet angegriffen! Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Stärker geworden.
Komm, komm, weiter, 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 komm. Hopp, noch einmal, hopp, hopp. Jawohl, ja. Ja, über die freue ich mich auch immer. So, würden jetzt meine Minions mal bitte den Ding da fertig bauen, dass ich da durchkomme. Prestige. Meister, jemand greift euch an. Soll er doch. Kann ich eigentlich noch mal hier so spaßeshalber mal können wir hier nochmal, hier machen wir noch ein paar Möhrebrötz hin. Möhrebrötz, Möhrebrötz, ram, bam, bam. Oh, ich habe sogar schon 200, cool. Ja. Dann brechen wir jetzt damit den Schutzzauber. Meister, seht nur! Eure Anwesenheit hat den Zauber offenbar teilweise gebrochen. An dieser Stelle ist das Gestein für eure Arbeiter durchlässig geworden. Ausgezeichnet! Legen wir den Keller des Magnus in Schutt und Asche! Hajo. Wenn die Prestige stärker werden lässt, dann kann ja ein bisschen mehr davon nie schaden. Aha. Kann ich dann eigentlich hier direkt nochmal meinen Thronsaal hier noch schützen? Das müssen wir hier also. Hier dürfte jetzt dann gleich kein Ding mehr durchkommen.
So, gehen jetzt mal da hinten bitte graben. Ich möchte da auch mal noch fertig werden. Danke sehr. Ab mit dir in die Zelle. Leben beginnt auf alle Fälle in einer Zelle und endet bei Strolchen oft in einer solchen. Da ist noch so ein Ding, vom, wo ich noch vom Heinz Erhardt im Kopf habe. Ah, schon wieder später geworden als gedacht. Oh. Hat er gegen die Übermacht noch eine Chance? Ich glaube fast nicht, gell? Heute. Nieder mit den Unholden. Eines eurer Monster hat gerade einen Helden getötet. So, jetzt haben wir nämlich die Tore hier geöffnet. Alarm! Wir werden angegriffen! Ja. Jetzt müssen wir unsere Lebensbalken ein bisschen besser im Blick haben. Müssen wir schaffen. 3 sind schon down von 4. Jetzt du noch, komm. Ausgezeichnet, Meister. Die Kellerwachen sind dahin. Verwüstet jetzt den Keller. Und dieser nutzlose Magier wird sich schon zeigen. Ja, komm gleich. Ich lasse dir gerade meinen HP-Balken erst nochmal wieder ein bisschen auffüllen. Kann nämlich nie schaden, wenn wir gegen Bossgegner kämpfen. Oh, sieh mal an, da haben wir den Nächste, der es unbedingt wissen will. Jetzt rennt er weg. Oh! Regeneriere mich nur, wenn ich in meinem eigenen Territorium bin. Okay, gut zu wissen. Hat nicht so ganz hingehauen mit den... Oder der Sprachassistent am Tablet. So. Jetzt können wir hingehen und den Keller verwüsten. Am Anfang, das ist jetzt noch keine so hohe Mission, weil ich kann ja auch noch nicht alles bauen und die Maps sind noch ein bisschen kleiner. So, und hier kaputt. Oh, das hat sogar standgehalten. Und komm, hau drauf. Kaputt. 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 Welcher Unhold wagt es, mit seiner widerwärtigen Präsenz meinen Keller zu beschmutzen?
Das war ein sehr großer und sehr dummer Fehler. Deine Zeit ist gekommen. Bereite dich auf dein Ende vor. An meiner Seite kämpft der sagenumwobene, untote Schlechter, Butch. Ich musste ihn erst in einem Kampf besiegen und seine Leichenteile wieder zusammenflicken. Doch dann hat er sich mir angeschlossen. Meister, habt ihr das gehört? Dieser Butch, er wäre auch für uns ein hervorragender Verbündeter. Vielleicht schließt er sich euch an. Zuvor müsst ihr ihn allerdings wohl im Kampf besiegen. Nichts Neues. Ich glaube an euch, Meister. Gebt ihm Saures. Okay, einer down. Ausgezeichnet, Meister. Ihr habt es diesem Magnus ordentlich gezeigt. Freudbach wird bald den Namen Kummerbach tragen. Zudem habt ihr den untoten Schlechter besiegt und könnt ihn zukünftig beschwören. Dieses mächtige Wesen bewacht euer Dungeon-Herz für euch, sodass es nicht mehr eures Schutzes bedarf. Probiert es doch aus und beschwört ihn, Meister! Den Wächter herbeirufen. Ihr beschwört einen untoten Wächter, oder wenn ihr auf den entsprechenden Herzen Dungeon-Ding klickt. Stufe eurer Monster. Goblin maximal erhöhen. Ach, guck mal, hier unten Wächter beschwören. Dungeon-Herz heilen. Seht nur, Meister. Butch steht nun zu eurer Verfügung und erwartet Helden, die dumm genug sind, euer Dungeon-Herz anzugreifen. Er wird euch in Zukunft sicher exzellente Dienste leisten. Ah, die entsetzten Schreie der Bewohner sind Musik in meinen Ohren. Seit ihr Magnus Blütenstaub in eben diesen gelegt habt, steht den Horden des Bösen nichts mehr im Weg. Dann ist ja gut. Schafsbergen. Schafsbergen ist... Ja. Also, habt ihr den netten Erzähler Mr. Sidekick gehört? Nächste Runde geht's nach Schafsbergen. Und dann würde ich aber mal sagen, das machen wir vermutlich nicht mehr heute. Oder? Ja, komm, scheiß drauf. Haben wir ein bisschen Überlänge. Ich mache wieder einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Dann machen wir noch Schafsbergen. Dann haben wir mal die ersten drei Teile an einem Stück durch.